Peggy 16. Hallo, ich bin Marco Zeugner, ich bin Projektleiter bei Animation Arts. Wir haben die Geheimakte-Spiele gemacht und machen jetzt ein neues Adventure, nämlich Lost Horizon. Lost Horizon wird sehr klassisches Gameplay bieten, das heißt ein sehr klassisches Point-and-Click-Adventure sein. Wir haben uns aber ein Highlight für das Spiel überlegt und deshalb das Wushu-Team aus Berlin engagiert und sind sehr froh, dass sie uns dabei helfen, für Lost Horizon ein sehr spektakuläres Element umzusetzen, was man so in einem Adventure auch noch nicht gesehen hat. Ich heiße Philipp Weiß, ich bin Geschäftsführer von Metric Minds. Metric Minds ist ein Animationsdienstleister. Wir haben uns spezialisiert auf die Animation von Figuren für Computerspiele und benutzen dafür hauptsächlich das Motion Capture-Verfahren. Motion Capture ist für mich die Symbiose aus dem normalen Filmdreh und der Animation. Die direkte Übersetzung von Motion Capture ist das Einfangen einer Bewegung. Und das ist auch genau das, was wir tun. Wir machen kleine reflektierende Marker, nennen wir sie, das sind Sensoren, die sehen so aus, machen wir am Körper oder an einem Gegenstand fest und nehmen die dann von 32 Seiten mit 32 Kameras auf. Und diese verschiedenen Perspektiven werden im Computer dann zusammengerechnet, sodass wir die absolute Position über die Zeit von diesen Markern haben. Und das wiederum übertragen wir dann auf virtuelle Gegenstände oder Figuren, die dann damit animiert werden. Unsere Halle hat insgesamt 800 Quadratmeter, von denen 500 für die Aufnahme genutzt werden. Wir haben 32 Kameras, die haben jeweils eine Auflösung von 4 Megapixeln und machen 160 Bilder in der Sekunde. Wir haben hier in Frankfurt in den letzten Tagen Motion-Capture-Aufnahmen gemacht für eine Kampfsport-Szene in Lost Horizon. Und wir haben für diese Szene mit dem Wushu-Team aus Berlin zusammengearbeitet, die hier nach Frankfurt gekommen sind, hier super Performances gezeigt haben. Bei dem Team handelt es sich um sehr erfolgreiche Kampfsportkünstler, die auch schon mehrere nationale und internationale Titel vorzuweisen haben. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, dass es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Und das, was wir die letzten beiden Tage beim Motion Capturing gesehen haben von den Wushu-Leuten, war einfach erstklassig. Und es kann halt versprechen, dass sich der Aufwand halt gelohnt hat und dass wir in Lost Horizon ein sehr spektakuläres Element haben werden, was den Spielern hoffentlich super gefallen wird.